Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Plotter-Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Bild fertig macht, um es auf euren Plotter zu übertragen. Vielleicht kennt ihr schon die Software, die ihr nur über den Internet Explorer aufrufen könnt. Scan & Cut Canvas. Das ist absolut kostenlos. Wenn ihr euch hier eingeloggt habt, seht ihr als erstes eure Projekte, die ihr schon hier übertragen habt. Dann geht ihr auf Neu. Dann seht ihr hier eure Matte, die ihr immer in den Plotter reinschiebt, wo ihr eure Folie aufklebt. Und um hier ein Bild hineinzuziehen, müsst ihr erstmal etwas machen. Und zwar müsst ihr eure Bilder erstmal bearbeiten. Bin jetzt auf der Seite allfreedownload.com. Dort bekomme ich gratis Bilder in so Silhouettenform. Das heißt, ihr gebt hier Silhouette ein und dann vielleicht auch den Namen, was für ein Bild es sein soll. Und dann seht ihr hier schon einiges. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr bei Google Silhouette eingebt und dahinter Free. Dann bekommt ihr auch, wenn ihr auf Bilder geht, gratis Silhouetten, also Bilder in Silhouettenform. Ihr könnt natürlich dann auch eingeben, was für ein Bild es sein soll. Bestimmt, wenn ihr hier eingebt Silhouette, Katze, Free, dann bekommt ihr Silhouettenbilder von Katzen. Okay, ich bin jetzt hier, ich möchte hier dieses Fahrrad haben. So, dann habt ihr es hier auf der linken Seite. Dann geht ihr auf Free Download. Dann könnt ihr die Datei speichern. Speichern. Als nächstes geht ihr in euren Ordner, wo ihr die Datei gespeichert habt. Und da seht ihr schon, es ist eine komprimierte ZIP-Datei. Und ihr geht einfach auf Entpacken. Dann seht ihr hier das Bild als JPG-Datei. Die werden wir jetzt brauchen. Jetzt werden wir jetzt als nächstes die Software GIMP öffnen. GIMP ist ein Gratis-Programm. Es ist so ähnlich wie Photoshop, nur als Gratis-Version. So. Jetzt zieht ihr einfach die JPG-Datei hier rein. Dann seht ihr hier das Fahrrad. Jetzt müsst ihr das Bild natürlich so bearbeiten, dass alles, was weiß ist, freigestellt ist, dass der Plotter das alles ausschneiden kann. Das geht ganz einfach. Ihr geht als erstes hier oben in dieses Kästchen rein und aktiviert es. Dann geht ihr auf Ebene, Transparenz, und da geht ihr Farbe zu Transparenz. Seht ihr hier schon in der Vorschau euer Bild gleich. Und seht ihr, dass alles ringsrum jetzt frei ist. Okay? So. Jetzt ist alles ringsrum frei und der Plotter, wenn ihr es auf den Plotter kopiert, kann es dann ganz einfach ausschneiden. Jetzt geht ihr auf Datei, Export als. So, jetzt müsst ihr das Bild nur noch als PNG-Datei speichern. Also gebt ihr hier dahinter einfach PNG ein. Speichert ihr es in euren Ordner und geht auf Exportieren. Hier geht ihr auf Exportieren und lasst alles so stehen, wie es hier ist. Das dauert jetzt noch ein paar Sekunden. Fertig.
Jetzt habt ihr hier, seht ihr schon, dass das Bild ein anderes ist, denn es ist jetzt eine PNG-Datei. Was ihr jetzt machen müsst, ist die PNG-Datei in eine SVG-Datei umwandeln. Dazu benutzt ihr das Gratis-Programm Inkscape. Das seht ihr hier, das ist absolut kostenlos. So, jetzt geht ihr hier auf Öffnen, geht in euren Ordner, und ihr wählt eure Datei aus. Hier lasst ihr alles, wie es ist. Als nächstes markiert ihr das Bild und geht in die farbliche Fläche und drückt und klickt die Fläche an. So, als nächstes benutzt ihr die Tastenkombination Shift, Alt und B. Hier lasst ihr auch alles so, wie es steht. Geht auf Aktualisieren. Dann seht ihr hier eine Vorschau euer Bild und geht auf OK. So, jetzt habt ihr das Bild hier zweimal. Wenn ihr es anklickt, seht ihr hier oben rechts, was für ein Format das Bild hat. Jetzt seht ihr PATH, das ist jetzt die neue SVG-Datei. Also nehmt ihr das Bild hier und löscht es. Ihr nehmt euer Bild, was ihr benutzen wollt, und zieht es hier in diese Fläche rein. Als nächstes geht ihr hier oben links auf Datei und geht auf Speichern runter und wählt euren Ordner. Dann könnt ihr nochmal nachschauen in euren Ordner. Jetzt habt ihr das Ganze als SVG-Datei gespeichert. Die SVG-Datei erkennt ihr daran, dass ihr hier dieses Internet Explorer Symbol sehen könnt. Soweit, so gut. Als nächstes gehen wir in Canvas mit dem Internet Explorer und wir öffnen die SVG-Datei. Dazu geht ihr hier oben links auf dieses Symbol SVG, klickt an und geht auf Datei wählen. Geht in euren Ordner und wählt hier eure SVG-Datei. So, da habt ihr euer Bild fertig. Ihr seht es, es ist jetzt auf der kompletten Matte. Ihr könnt natürlich auch jetzt erstmal die Größe auswählen, wie groß ihr es plottern möchtet. Ihr seht natürlich, es sind sehr filigrane Teile, also nicht allzu klein. So in der Größe ist auch schon okay. Ihr könnt es natürlich auch ganz groß machen. Jetzt könnt ihr das Bild speichern. Ihr gebt hier oben einen Projekttitel ein. Und geht auf Projekt. Als neues Projekt speichern. So, und jetzt könnt ihr es ganz einfach auf euren Plotter übertragen, indem ihr hier oben links auf Herunterladen klickt. Dann klickt ihr als nächstes dieses Symbol an, diesen Laptop hier, Herunterladen in den PC. Dann wird hier unten diese Spalte geöffnet und ihr geht auf Speichern unter. So, ihr habt euren Plotter eingeschaltet und mit dem PC mit einem USB-Kabel verbunden. Dann geht ihr hier auf Wechseldatenträger. Dieser Wechseldatenträger ist der Plotter. Da ihr das Bild in Canvas reingeladen habt
wurde das Bild automatisch in das Format FCM umgewandelt. Denn der Plotter braucht das Format FCM. Dann geht ihr hier, gebt ihr euren Namen ein oder lasst ihn, wie er ist, und geht auf Speichern. Falls ihr einen USB-Stick an euren Laptop oder PC angeschlossen habt, geht ihr in diesem Fall auf euren USB-Stick drauf und speichert das Bild auf dem USB-Stick und schließt dann den USB-Stick am Plotter an. Ich möchte das Bild direkt auf dem Plotter speichern und gehe hier auf Speichern. Das Bild befindet sich nun auf dem Plotter. So, ich habe euch gezeigt, wie ihr das Bild bearbeitet, so dass es freigestellt ist zum Ausschneiden, wie ihr es in ein PNG-Format umwandelt, anschließend SVG und dann mit Canvas in das Format FCM. Nun seid ihr bereit, um alle eure Ideen, die ihr selbst gemacht habt, beispielsweise mit der Software GIMP, könnt ihr vieles selber machen, vieles bearbeiten. Seid ihr bereit dazu, eure Ideen zu verwirklichen? Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig helfen. Und dann sage ich, goodbye, ciao.